Seit Juni haben rund 355.000 ukrainische Geflüchtete Grundsicherung beantragt. Wie viele seitdem wieder in der Ukraine gewesen sind, lässt sich nicht sagen, auch nicht aus welchen Gründen. Wir sehen mit großer Besorgnis, dass die Entscheidung der Bundesregierung, vom System der Asylbewerberleistung auf das System der Arbeitslosengeld-II-Zahlungen überzugehen im Frühjahr, zu erheblichen Verwerfungen auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine führt. Als unangemessen bezeichnet der Grüne Jürgen Trittin im NTV-Frühstart die Aussagen von Merz. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher. Von denen Stand mittlerweile heute eine größere Zahl sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen. Friedrich Merz gefällt sich darin, permanent Stichworte für den rechten Mob zu liefern, der letzte Nacht in Magdeburg und anderen Teilen Ostdeutschlands auf die Straße gegangen ist. Für den rechten Mob letzte Nacht in Magdeburg und anderen Teilen Ostdeutschlands. Geschätzt rund 3000 Menschen gehen am Abend in Magdeburg auf die Straße. Für den rechten Mob. Wie zeitgleich auch in vielen anderen ostdeutschen Städten rechnen die Demonstranten mit der Bundesregierung ab. Für den rechten Mob. Fordern die Preisexplosion zu stoppen. Naja, wenn man wüsste, was die Energiepolitik der Ampel wäre, dann wären diese Menschen vielleicht auch nicht auf der Straße. Die gehen hier demonstrieren, weil sie nicht wissen, wie bezahlen wir die Heizung im Winter, wie läuft es mit dem Strom weiter. Friedrich Merz gefällt sich darin, permanent Stichworte für den rechten Mob zu liefern, der letzte Nacht in Magdeburg und anderen Teilen Ostdeutschlands auf die Straße gegangen ist. Wir können hier mal kurz in den Demonstrationszug reinschauen. Also das sind zum überwiegenden Anteil wirklich ganz normale Leute. Das sind Handwerker, Gewerbetreibende, sind Einwohner der Stadt, die eben in Sorge sind, die nicht wissen, was kommt in diesem Winter noch auf uns zu und die eben vor allem eins bemängeln, die Politik liefert nicht. Die liefert keine Antworten. Für den rechten Mob. Der Ausdruck Mob, Englisch Mob, aufgewiegelte Volksmenge, von lateinisch mobile vulgus, reizbare Volksmenge, eins, bezeichnet meist pejorativ eine Masse aus Personen des einfachen Volkes bzw. eine sich zusammenrottende Menschenmenge mit überwiegend niedrigem Bildungs- und Sozialniveau, abwertend auch gemeines Volk, Pöbel, Plebs, Gesindel, Pulk, Schar genannt. In der englischen Sprache wird diese Originalbezeichnung Mob auch für eine Bande bzw. für die Bandenkriminalität verwendet. Für den rechten Mob. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da. Und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr.